Ja, ich begrüße von der Sensor und Test. Wir sind wieder unter der Alltagsflagge unterwegs und präsentieren unser Messkartenportfolio und unser Distributionsportfolio. Wir haben viele Kunden aus der Industrie hier, sind selber überrascht von dem guten Zulauf und dem guten Zuspruch. Und wir freuen uns über weitere spannende Tage bzw. den morgigen Tag. Mein Name ist Peter Unger von der Firma Alltag. Wir entwickeln Messtechnik, Systemmesstechnik. Und ich möchte Ihnen gerne unser neues Produkt vorstellen, die ADECO 412 Strommesskarte. Ich möchte Ihnen kurz die Specs nennen. Bei dieser Karte handelt es sich um zwei potenzialfreie Strommesseingänge, die jeweils mit 18-Bit Auflösung arbeiten und eine Abtastrate von 1,6 Mega bereitstellen. Die beiden Kanäle werden synchron abgetastet und sind unterbrechungsfrei, was die Ranges betrifft. Wir haben zwei Ranges, der eine liegt bei plus minus 25 mA und der andere ist bei plus minus 50 Ampere. Die Auflösung der Messkarte im kleinsten Bereich liegt bei 1 Mikroampere. Somit ist es möglich, auch Einschaltströme über einen gewissen Zeitraum zu erfassen und sichtbar darzustellen. Wichtig ist auch hier zu wissen, dass Sie keine weitere Multiplexer-Einheiten davor schalten müssen. Sie können direkt in den Stromkanal hineingehen, einspeisen und somit den Strom sichtbar machen. Des Weiteren können Sie bis zu 8 verschiedene User-Kalibrierungen auf der Karte ablegen, um, wenn Sie das Gerät verbaut haben, Ihre entsprechenden Kabellängen bis zur Quelle oder bis zum Device oder Test abzukalibrieren. Viele Hardware-Entwickler stehen oft vor dem Problem, dass Sie Ihre Produkte entsprechend der CE-Konformität prüfen müssen. Und die Firma Alltag hat sich da etwas überlegt und bietet einen entsprechenden Kit an, um quasi leitungsgebundene Störab-Störeinstrahlung sowie auch die Störfestigkeit bzw. die Störabstrahlung zu messen. Dafür haben wir entsprechende Geräte entwickelt, sogenannte Listens, DC oder AC Listens, sowie auch eine PEM-Zelle, um die magnetische Abstrahlung, Störabstrahlung zu prüfen. Wir bieten in diesem Kit einen sogenannten Spektrumanalyzer von der Firma Rigol an. Dazu eine entsprechende Listen mit 230 Volt, 8 Ampere und die entsprechende kostenfreie Software, um in die Normen automatisch zu prüfen. Mein Name ist Josef Reichertzer. Wir starten im Rahmen der Sensorentest unsere Zusammenarbeit mit Red Gitaya. Dieses Open Source Board bietet eine sehr umfangreiche Funktionalität. Das Hardware-Konzept verfolgt eine All-in-One-Philosophie. Es ist hier integriert ein leistungsfähiger Analog-Eingangsteil. Sie haben hier zwei Oszilloskop-Eingänge mit bis zu 50 MHz Bandbreite, zwei Funktionsgenerator-Ausgänge und diverse Hilfs-IOs wie digitale IOs und analoge Ein-Ausgänge. Als Konnektivität haben Sie eine LAN-Verbindung zur Verfügung. Entweder per Kabel können Sie das Board mit Ihrem Laptop verbinden. Alternativ dazu können Sie auch einen WLAN-Stick benutzen und mit Ihrem Tablet darauf zugreifen. Es ist ein Webserver integriert, sodass die gesamte Bedienung und Visualisierung über die Netzwerkschnittstelle abgewickelt wird.
besorgt, wird das Ganze über einen USB-Anschluss. Das Herz des Ganzen sitzt in diesem FPGA-Baustein in einem Sync der Familie der Firma Xilinx und verwendet einen ARM Cortex Core als Rechenpower. Es stehen von Rapid Hire selbst stehen einige Apps zur Verfügung, wie diese kombinierte Oszilloskop- und Funktionsgenerator-App. Daneben gibt es eine LCR-Meter-App. Außerdem ist die Open-Source-Gemeinde sehr aktiv und hat bereits einige Apps in den sogenannten Bazaar eingestellt, aus dem Sie Apps herunterladen können. Sie sehen also ein sehr universelles, multifunktionales Konzept.